Hallo und herzlich willkommen zurück. Jawohl, hier sind wir wieder in unserem kleinen, feinen Minecraft-Let's Play. Und wir haben wieder einen Skorpion am Haus. Aber der hat keine Kinder. Und von daher ist mir der egal. Ja. Ja, selbst schuld. Muss ich Kinder machen, dann schlage ich auch tot. Ja, damit wir unsere Skorpione zusammenkriegen. Wir brauchen eine Band. Und wir haben bisher nur Klaus und Rudolf. Weil Matthias sich ja heldenhaft einem Zombie gestellt hat. Und das wird übrigens nochmal abgebaut, weil mir das nicht gefällt. Genau. Ja, wunderbar. Mir gefällt noch etwas nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Folgen lang oder 4 Folgen lang und ich sogar noch in Vorbereitung. Also ich will die Zeit jetzt gar nicht mal bemessen. Das erste Dach fertiggestellt. Auf unseren Türmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, glaube ich, schon in einer Folge benannt. Die habe ich, glaube ich, Kacke sieht anders aus, ist aber Kacke oder so genannt. Also es sieht, sagen wir mal, von Weitem nicht so schlecht aus. Machen wir es so. Aber sobald man näher dran geht, sieht das leider scheiße aus. Und anders kann ich es leider nicht sagen. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt gleich wieder abbauen. Ja, weil das sieht echt Kacke aus. Und ich habe keinen Bock, hier Kacke zu haben. Ich weiß noch nicht, wie wir das mit den Dächern machen. Genauso wenig habe ich im Moment eine Idee, wie wir das mit dem Haus machen. Die Grundidee, die ich mal hatte mit dem Haus, funktioniert halt so nicht, wie ich es mir vorstelle. Nämlich, ich wollte... Danke. Oh, zwei kleine Häuser bauen, wie wir das ja hier so ein bisschen gemacht haben. Und dann wollte ich eigentlich in der Mitte das Haupthaus bauen. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ja... Also es gefällt mir einfach nicht. Machen wir es so. Warum auch immer. Irgendwie halte ich das anders im Kopf. Oh, wir müssen was essen. Ja gut, wir können jetzt unheimlich viele Leaves essen. Aber wir haben natürlich noch... Oh, guck mal, wir haben 2 Grilled Cheese. Wir haben noch Fischtacos. Nehmen wir nochmal Fischtacos. Klingt doch auch lecker, ja. Für den Fall, dass man das hört. Ja, heute ist übrigens der 20. Dezember. Also kurz vor... Oh, die hauen aber gut rein. Ja, nicht so ganz, aber immerhin. Haben wir noch... wo ist denn jetzt? Was haben wir noch zu essen? Gebutterte Kartoffeln. Okay. Oh, das ist aber nicht schlecht. Guck mal, wir haben doppelte Hungerleiste voll. Das finde ich super. Da müssen wir nicht so viel essen. Ja, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja genau. Wir haben heute den 20. Dezember. Und es ist sozusagen mein erster... Weihnachtsurlaubstag und ich habe pünktlich, ganz pünktlich, seit Donnerstag eine schöne dicke Erkältung. Also ich bin ein unheimlich toller Typ, weil ich nämlich exakte Monda. Ey, jetzt spring doch mal richtig. Ich bin gerade so richtig. Zwischendurch kann mal sein, ich huste ja eh schon mal zwischendurch, aber kann sein, dass ich hier spontan mal einen weghuste. Tut mir dann leid, weil das kann ich ja nicht immer unterdrücken. Und dann kann es schon mal passieren, dass man so ein schönes Röcheln mit Schleim hört. Also, wie jetzt zum Beispiel gerade fast, ja. Genau, das können wir schon mal abbauen, weil ich baue das komplett wieder ab. Weil das ist, wenn ich überhaupt drauf komme. Ja, so. Und jetzt nehmen wir nämlich unseren... Ich glaube, der Hammer funktioniert bei Glas nicht, ne? Ich will nicht die Axt nehmen, weil ich wollte gern den... Sekunde... Ich wollte, da bin ich wieder, den Bogen behalten. Ja. Gucken wir, geht das? Nee, das geht natürlich. Ah, oh, super. Also die, das wollte ich behalten, genau. Nein, Jens, du sollst doch nicht da runterfallen. Wer hat dir das denn gesagt? Ja. Also ich baue das komplett ab, weil es mir, wie gesagt, komplett nicht gefällt. Und das, was ich dachte, was es darstellt oder wie es zumindest einigermaßen aussehen kann, macht es leider überhaupt nicht. Ja, das ist schade, weil wir haben da jetzt echt lange dran gearbeitet und ich glaube, wer die letzte Folge, wenn die überhaupt leider gesehen hat, ach so, da war ja, ja genau, warum ich da einfach runterspringe, ist, da war vorher mal Dirt, als ich das gebaut habe. Aber jetzt ist kein Dirt mehr da. Ja, von daher, ich mache mein Mikro näher. Ja, genau, also ich bin pünktlich, wie sich das gehört, für einen anständigen Mitarbeiter quasi. Bin ich pünktlich zu meinem ersten Urlaubstag. Also ich habe das wirklich schon Mittwoch gefühlt
Hab gedacht, nee, kann jetzt nicht sein. Da war alles so richtig schön trocken und so am Kitzeln, so in den Rachenbereich, in den Nasen, so Halbschleimhäute und alles und bla und blub. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein, dass du jetzt endest, es kommt, bababab. Und dann, ja, es war der Donnerstag, war zu Hause. Für Donnerstagmorgen schon, habe ich schon gedacht, ah, okay, Fieber ist da. Und dann war die Stimme weg und die Nase zu. Und jetzt bin ich so richtig schön. Das macht richtig Spaß. Ja, muss man echt sagen. Das lassen wir natürlich. Wir machen auf jeden Fall noch Weihnachtsdeko. Decoration. Die machen wir noch anders, ja. Genau. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken. Ich habe auch gesehen bei den Folgen, die ich rausgehauen habe, dass wer jetzt vielleicht auch zum Mann, wer zum ersten Mal guckt, sieht, dass ich dumm bin. Danke. Wer die Folgen zum ersten Mal vielleicht jetzt die erste Folge guckt, der kann ja mal 118 nachgucken. Der wird sehen, dass ich da jetzt nicht unbedingt, ja. Also Qualität sieht eh anders aus, aber auch vom PC her nicht die größte Quali besitze, weil ich halt keinen tollen PC besitze. Ja, genau. Und ich mache das hier mit so einem Laptop. Warum ich das jetzt wieder erzähle, eventuell, nicht eventuell ist, dass ich mir doch jetzt über das Jahr doch ein wenig Gelde vom Munde absparte und mir jetzt zwar kein Hammer-PC bestellt habe, aber alles voll, ne? Alles voll. Aber doch einen etwas besseren. Und wie sich das gehört für dieses Jahr, ich fand dieses Jahr war übrigens ein Schrottjahr, um das mal ganz laut zu sagen, ist auch das schiefgelaufen. Was übrigens nicht an der Firma liegt, wo ich das bestellt habe, sondern an anderen Abständen, Umständen. Genau. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil egal. Genau, wollte ich nur mal erzählen. Genau. Das heißt, eigentlich hatte ich das so geplant, dass ich zum, also jetzt nächste Woche, in der Weihnachtswoche, meinen neuen PC habe. Das heißt, ich hätte eine Art Weihnachtsfolge aufgenommen für den 24. Und dann machen wir halt Deko so ein bisschen. Und also nichts Besonderes. Und für den 25. und 26. vielleicht auch. Da hat er gedacht, oh, das wäre ja dann schön. Dann hast du sozusagen dein eigenes Weihnachtsgeschenk, also mir selber geschenkt habe. Also gerade schenke, ist ja noch nicht da, deswegen habe ich es mir noch nicht geschenkt. Es ist ja noch in Schenkung quasi. Hätte ich dann so richtig groß, ja, guck mal hier und ne, vor allen Dingen Grafik besser, das besser, die Ruckler sind weg, was ich jetzt einfach hoffe. Man weiß ja nie. Darf ich auch nicht vergessen, dass ich eine alte 1.7er Minecraft-Version spiele über hier ne, die Java-Version, die ist eh ein bisschen komplizierter und hat diese Fähigkeit mal komplett zu ruckeln. Dankeschön, jetzt bin ich doch endlich mal da hingekommen. Genau. Ja, aber das ist jetzt alles erstmal zur Seite, weil ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass ich den PC dann nachkriegen werde. Also entweder am 27. Ach, oder ich gehe mal eher, also wirklich fest davon aus, dass es in der Neujahrswoche passieren wird. Ja. Aber ist okay. Dann ist es halt da. Aber ich wollte nur mal sagen, ich habe es dann doch mal gemacht. Genau, weil ich habe festgestellt, ich mache das jetzt seit einem Jahr. Ich habe damit zwar keinen Erfolg, muss ich auch sagen, aber es macht mir einfach Riesenspaß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es macht mir einen Riesenspaß, hier was zu spielen und einfach was zu erzählen. Punkt. Genau. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, holst du einen vernünftigen PC, dann hast du auch nicht immer diesen ganzen Kappes. Wie gesagt, womit ich hier aufnehme, ist ja ein ganz normales, handelsübliches Laptop, um das auch mal zu sagen. Das ist mein Gaming-Laptop. Das ist schon für den Preis, den ich damals bezahlt habe, der ist auch schon jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt. Für den Preis war das damals super, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit einem vernünftigen Prozessor und hat eine deine ne, Grafikkarte drin, hier mit dediziertem Grafikspeicher, auch schon für damalige Verhältnisse die 5er-Generation, 3 GB, 8 GB Arbeitsspeicher, das ist eigentlich nicht schlecht, nur, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, das ist halt nicht ausgelegt für das, was ich hier mache. Also Minecraft zu spielen, kann man damit gut, aber halt andere Spiele gar nicht, also muss ich auch ganz ehrlich, also PC-Spiele, dafür haben wir eine Konsole, größtenteils, aber es ist halt nicht dafür ausgelegt, dass man Minecraft spielt und dann noch was weiß ich, OBS aufruft und das Ganze dann auch noch aufnimmt. Und das Ganze in einer schönen Qualität, mindestens HD und ruckelfrei. Dafür ist das Ding natürlich gar nicht ausgelegt. Das heißt, mein Laptop ist jetzt eigentlich seit einem Jahr generell überfordert mit dem, was ich da mache. Und dafür hat es ehrlich ganz gut gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist ja auch nicht schlimm, da ja sowieso keiner zuguckt. Ist ja auch keinem aufgefallen, muss man auch mal so sehen, ja. Von daher ist das schon in Ordnung.
Und ich habe einfach vor, das weiterzumachen, weil es macht Spaß. Ich sitze jetzt gerade hier, baue das Dach ab und erzähle irgendwas. Und ich finde das gut. Keine Ahnung. Also erklären kann ich es nicht. Aber das muss ich ja, glaube ich, auch nicht. Vielleicht kommt ja mal irgendwann mal einer auf die Idee und guckt das Ganze und denkt sich, ach, guck mal, so schlecht kann Grafik sein. So ruckelig kann ein Let's Play sein. Aber irgendwie nett. Und dann guckt er vielleicht mal ein paar Völkchen. Könnte ja mal sein. So, und jetzt konzentrieren wir uns auf das Kackdach, was wir hier abbauen. Genau. Und wie gesagt, ich gucke, dass ich vielleicht morgen noch... Nein, jetzt fall doch nicht schon wieder in der Runde, du Idiot. Morgen ist der 21. Dezember. Also morgen früh muss ich eben kurz los einen Weihnachtsbaum organisieren. Also holen. Und dann mache ich den morgen und übermorgen fertig. Und ich habe eigentlich schon soweit alles fertig, bis auf den Weihnachtsbaum. Das finde ich sehr schön. Heißt, am Sonntag ist hoffentlich soweit wirklich alles fertig. Und dann hatte ich eigentlich die Idee, so eine kleine Dekorationsfolge, jetzt wie gesagt nichts Besonderes, hier in Minecraft aufzunehmen. Und dann einfach schick Weihnachten feiern. Genau. Schön lecker essen. Und am besten die ganze Zeit im Pyjama, weil ich super finde. Also nicht schick anziehen oder so, das muss jetzt nicht sein. Obwohl ich gerne mich schick anziehe, kann man auch mal sagen. Genau. Oh, ihr hört schon. Ist wirklich so. Meine Nase ist zu. Im Moment geht es ein bisschen, weil ich Medikamente genommen habe. Deswegen ist die Stimme auch nicht so rau. Ich habe auch schon 200 Kaugummis jetzt gerade gegessen, um die Stimmbänder anzufeuchten. Genau. Aber ist doch schön, ne? Pünktlich. Wirklich. Aber wirklich diesmal präzise wie ein Uhrwerk. Hatte ich Mittwochabend das erste Mal Fieber und fall schon wieder hier runter. Okay. Ja, was ich jetzt übrigens machen will mit dem Dach, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt einfach mal hier schließen, damit hier nicht ewig der Regen reinfällt, weil das nervt wirklich. Ja, aber ich glaube, ein richtiges Dach werde ich hier jetzt nicht hinbekommen. Ich habe mir mal einiges andere angeguckt. Das sieht ehrlich gesagt toll aus, aber das ist dann auch aus bestimmten Winkeln. Hör auf, ne? Ich bin krank, ich darf das. Ich bin krank. Ich bin entschuldigt. Ich bin zwar sonst genauso blöd. Aber jetzt habe ich eine Entschuldigung, ich bin krank. Also hier, ne? Von wegen, wenn einer meckert, gibt es direkt auf der Nuss. Denkt dran, der Nuss. Nussen müssen auch in die Kuchen. Ja. Dankeschön, mein Schokobo-Freund. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir es jetzt? So, das lassen wir erstmal stehen, dieses Balkengerüst, weil da hatte ich die Idee, also wir gucken, dass wir hier vielleicht einfach erstmal, jetzt haben wir so viel Glas gemacht, dass wir einfach mal das Glas nehmen und da einfach eine Glasdecke reinziehen, aber die jetzt nicht irgendwie besonders gestaltet ist oder so. Aber ich will das zumindest mal zu haben und vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Idee, wie wir das besser machen kann. Wie gesagt, ich habe mir einige, ne, nicht darunter fallen, einige Sachen angeguckt und das sieht, so wie es dann immer fotografiert ist, also auf dem Bild oder so, sieht das immer gut aus. Aber ich finde, das sieht halt nicht gut aus, wenn man davor steht. Und das ist ja das, was ausschlaggebend ist. Und das sah von oben, ehrlich, also wenn sich die Folge mal anguckt, da gibt es ja Momente, kann man so einen Still vielleicht machen. Also wenn man oben auf dem Dach stand, während man das gebaut hat, fand ich, sah das gar nicht so schlecht aus. Aber von hier unten war es halt echt kacke. Das ist die Überlegung, hier die Balken zu machen. Hier jeweils noch eine Schräge hinzubauen. Dass das Ganze aussieht, als ob das mit dem unteren Balken gestützt wird, nämlich so, dann das Holz zu nehmen, was jetzt dann so ist, genau. Ich habe übrigens die Monster aus, ich hatte jetzt keinen Bock auf Monster, ja. Ich will eben so basteln und ich bin, ne, ist außer mit dem 20. Dezember, Weihnachten darf man sich schön machen, so. Deswegen machen wir heute keine Monster. Und es gibt auch keine Weihnachtsmonster, von daher ist das egal, ja. So. Gehen wir nochmal rauf, da habe ich nämlich irgendwann vergessen. Ich mich recht entzinne. Danke. War da nicht irgendwas gerade? Irgendwo war doch was. Ja, da war doch was. Ja, war da nicht was? Ja, da war was, dass ich da runterfalle. Das war da. Wird's egal. Komm. So, ich will jetzt wieder rauf. Da war nämlich was. Wo war das denn? Irgendwie. Ah, da war's. Okay. Gut. Das können wir gleich wieder abbauen. Das ist jetzt kein Thema.
Genau, wir gucken. Ja, ich weiß doch, mein Schokobo, aber deine Kollegen können mir jetzt auch nicht helfen. Und ich habe noch nicht mal ein Haus. Und ich habe schon 119 Folgen. Ja, er ist doch grausam. So. Genau, jetzt gucken wir mal eben, dass wir das wirklich vielleicht erstmal so machen. Leider können wir hier nicht in die Ecke bauen. Ich würde gerne so ein Dings hier rüberziehen. Genau. So, das heißt, hier würden wir jetzt die Decke ansetzen. Aber nur drinnen, nicht nach draußen. Genau. Und das andere würden wir dann auch so machen wie hier. Dass das aussieht, als ob die Balken sich stützen gegenseitig. Bring mal rein, geh da drauf. Dankeschön. Bleib da drauf. So, jetzt machen wir das nämlich noch so. So, dann sieht das so ein bisschen aus wie ein Konstrukt. Das wollte ich ja anders haben. Was habe ich denn da? Ah, da habe ich noch gar nichts. Genau. Hier klappt das nicht so. Also ich muss sie erstmal wegnehmen. Das kann ich hier nicht rumlaufen. Das ist natürlich jetzt Schwachsinn. Das muss ich noch dahin kriegen. Aber irgendwie. Ich scheine nicht schienen, ne? Siehst du? Ich hasse es. Ich hasse es. So. Eins. Okay, kann man das von weiter weg machen oder was? Nein. Wenn ich das von unten mache? Auf. Das hat doch auf der anderen Seite auch geklappt. Wieso geht das denn hier nicht? Ach, geh! Scheiß dir den O. Echt, ey. Das gibt's kaum zu glauben. Ja. Okay, dann machen wir das jetzt hier auch noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Da hat es auch geklappt. Guck mal einer an. So. Okay, das lassen wir jetzt erstmal weg, bevor ich explodiere. Weil ich war jetzt schon sauer, dass ich mein Dach abbauen muss. Aber ich selber schuld, weil baust du so eine Scheiße. So, hier können wir vielleicht noch was anderes hinmachen. Müssen wir noch mal gucken. Erstmal weg. So. Jetzt ist dann wirklich der Gedanke, wie machen wir das denn jetzt? Nee, das ist ja blöd. Was mache ich denn da? Komm. Nein, natürlich nicht. Könnten jetzt hier einfach mal mit dem Glas anfangen. Wir haben ja genug. Und der Vorteil ist, dadurch, dass es geschisselt ist, geht es nicht kaputt. Das finde ich sehr positiv. So, machen wir das so. 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 Dann machen wir es vielleicht höher hier. So. Jetzt irgendwas hier fertig kriegen, weil das nervt so ein bisschen, dass es überhaupt nicht fertig wird. Ja, ich weiß doch. Bleib doch locker, Junge. Junge, bleib doch locker. Bleib doch locker. Schuhhaus. Es wird wahrscheinlich jetzt auch gleich kacke aussehen, aber immerhin haben wir das Dach zu. Das finde ich jetzt erstmal positiv. Okay. Genau. Machen wir das mal eben. Ich stürze mich von der höchsten Zinne des Daches. Jawohl. In den. Oh, jetzt hätte ich beinahe was gesagt. Das geht ja nicht. Ich hätte hier jemanden. Der gerade gestorben ist, beleidigt. Ups, das wollen wir nicht machen. Von unten sieht man erstmal nichts. Außer, dass hier die Gläser höher sind. Das sieht man von da. Könnten wir mal gucken, dass wir dort eventuell. Wo ist denn der Cobblestone? Haben wir den noch? Ja, natürlich müssen wir den noch haben. Da. Oh, ich habe keinen Platz. Ja. Rest mit, supi. Okay, gehen wir wieder rauf. Müssten ja noch gucken, dass wir hier eventuell eine Klappe machen, dass wir hier noch hochkommen.
Genau. So, dann müssen wir das hier nämlich auch ein bisschen. Haben wir nur 10 Stück, er ja, ist ja nicht so schlimm. Genau. So machen und so. Und so. Dann ist das hier zu, genau. Gleich machen wir es auf der Seite. Okay. Ja, Baribu, ja, das ist jetzt das, was wir machen, genau. Und ich versuche halt nicht zu husten und nicht zu schnüpfen. Genau. So. Dann machen wir es einfach immer nur, also kein richtiges Dach erstmal, sondern einfach so. Jetzt ist es zu. Nee, noch nicht. Wir hier noch machen. Oh. Das war jetzt nicht so sinnvoll, aber. Where is my. Wo ist meine. Ey, komm her, Spitzhacke. Dankeschön. Spitz. Ja, danke, das ist hilfreich. So. Und dann ist noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das geht. Müssen wir gleich mal bei den Carpenter-Sachen gucken. Weiß aber noch nicht, muss mal gucken. Die muss man, glaube ich, mit dem Carpenter-Hammer machen oder sowas. Genau. So, jetzt müssen, haben wir zufällig noch Steine dabei. Wir müssen, oh, jetzt geht. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Nein, wir haben keinen Stein dabei. Oh. Hier müssen wir einmal offen lassen, glaube ich, erstmal. Danke. Jawohl. So, jetzt kabbelt er den Stone. Dann haben wir noch eine Leiter übrig. Dann müssen wir da oben eine Leiter hinpacken. Hier haben wir noch. Dann haben wir zufällig noch Trapdoors oder sowas? Nein. Haben wir nicht, ne? Nee, okay, das müssen wir später machen. Moment, wo sind jetzt die Leitern da? Okay, und ab nach oben. Was? Wieso kriegt er da nicht dran? Ach, wie dumm ist das denn? Okay, dann muss ich das dahin machen. Geht nicht anders. Hä? Kann ein Glas keine Treppen packen? Okay, das wusste ich auch noch nicht. Haben wir jetzt den Stein mitgenommen? Ja, natürlich. Oh, Entschuldigung. Das sollte jetzt nicht der Fall sein. Was hat man hier nochmal? Ich glaube, die Detail Bricks, ne? Das waren die Bricks. Bricks. So. 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 Jetzt könnten wir hier. Müssen wir mal eben bei Carpenter gucken. Es gibt so Carpenter-Spitzen. Entfernen. Diese. Prisma Slope. Aber die können wir nicht herstellen. Die müssen wir machen. Das können wir herstellen. Das auch. Und dafür brauchen wir, glaube ich, den Carpenter-Hammer. Aber der ist ja einfach zu machen. Genau. Und dann würde ich die nämlich als Spitze sozusagen, als Speerspitze, hier oben drauf packen. Auf die Metallteile hier. Ja. Oder man das wirklich so. Aber dann haben wir die F Fenster hier nicht. Nee, wir müssen das so lassen, ne? Das geht nicht anders. Mache ich ja die Fenster kaputt. Genau. Und dann müssen wir noch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja. Dankeschön. Haben wir den Carpenter-Hammer? Nein, natürlich nicht. So, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen entschrotten hier. Das ist, glaube ich, gar nicht so falsch. Ist natürlich schön, dass wir jetzt 500 hier haben. Und ich habe noch Dirt ohne Ende. Wieso habe ich gar nicht so viel Dirt dabei? Ach so, ja, wir hatten ja hier die Türme gebaut, richtig. Die Umrandung sozusagen. Ja, was wollte ich jetzt machen? Achso, das erstmal nach oben packen. Auch nochmal da hinten packen. Was wollte
An Kamtama, ja, genau. So, ne? Mal eben kurz meine Nase befreien. Weil jetzt das dringende Bedürfnis, sich zu schließen. Sekunde. Ich bin gleich Ja, da wieder sind wir da. wieder zurück. Die Nase ist befreit, zumindest grob. Und jetzt, ey, ey, so haben wir nicht gewettet hier, Freund, Kollege. Ne? Ich habe natürlich jetzt alle Carpenter-Ecken weggepackt. Woraus mache ich die eigentlich? Mache ich aus Carpenter-Ecken? Wo sind sie denn jetzt, die Spitzteile? Hier. Prism Slope. 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 Treppe. Nix Slope. Okay, also aus dem Block können wir die, glaube ich, nicht machen, oder? Gucken wir mal eben. Nee, und da? Ach so, da geht nur so. Okay. Nee, da geht immer gar nicht. Okay, dann müssen wir nochmal runter und die Prisms holen. Die habe ich natürlich jetzt alle weggepackt, weil ich ja zu den Klugen zähle, richtig? Richtig. Holz haben wir noch dabei. Jawohl. So. Können wir mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich mache jetzt mal so. Nein, natürlich nicht. Das wäre jetzt auch zu gut. Verdammtes Kacker. So. Jetzt haben wir zumindest ein Prism. Aber den packen wir jetzt dahin, weil ich nämlich später vergesse, dass da noch was hin muss. So. Genau. Müssen wir nochmal gucken. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen gefallen. Ich gehe schon mal runter und hole mal die Prisms. Und ja, für den Fall, dass es euch gefallen hat, vielleicht schaut ihr ja mal die nächste Folge. Könnte man ja auch mal ein Like da lassen oder sowas. Wäre auch nicht schlecht. Oder ich schaue mal ein paar Folgen vorher, weil es gibt schon 118. Und garantiert ist die Grafik in den ersten 40 Folgen sehr viel schlechter als jetzt. Verspreche ich euch. Deswegen. Viel Spaß bei 120p. Tschüss.